Das ist ein aktueller Lexus NX und den zeige ich euch heute. Die typischen aktuellen Lexus-Elemente wie der große Grill oder die markanten Scheinwerfer sind natürlich auch bei diesem Modell vorhanden und es spricht wieder eine sehr futuristische Designsprache, die ja für Lexus schon immer so ein bisschen typisch war. Man hat auch das coole neue durchgängige Leuchtband. Ich finde es tatsächlich sehr cool, muss ich sagen. Geht natürlich auch mit der Zeit, wo wir das bei jedem Hersteller irgendwo auch sehen. Aber es ist eine Entwicklung, die mir persönlich sehr gut gefällt. Wir haben den NX 450H Plus. Das bedeutet, wir haben ein Hybridfahrzeug mit über 300 PS. Ich blende euch hier auch nochmal ein, wie das Ganze sich zusammensetzt. Und was mir bei dem Auto zuerst aufgefallen ist, ist, dass bei diesem Auto alles mit Knöpfen funktioniert. Wir können hier nicht normal ranziehen, sondern hier hinter ist ein Knopf, der entriegelt das Ganze. Hier kommen wir auch schon in den schönen Innenraum, aber dazu kommen wir gleich. Ein weiterer Knopf versteckt sich natürlich wieder hier hinter. Der macht genau das Gleiche. Aber das hat man ja schon oft gesehen, ne? Auch hier hinten mit einer automatisch öffnenden Heckklappe kann man heutzutage eigentlich keinen mehr vom Hocker hauen. Aber da war es das noch nicht mit den Knöpfen. Das hier sind die Push-Open-Öffner. Die sind auch elektrisch. Man drückt sie rein, die Tür entriegelt und man kann raus. Wenn man das allerdings nicht schnell genug macht und die Tür nicht weit genug aufmacht, muss man warten und noch ein zweites Mal drücken. Bisschen nervig und ich hoffe auch, dass man rauskommt, falls die Elektronik mal versagt. Aber wir vertrauen einfach mal Lexus und Toyota, dass die sich was Tolles ausgedacht haben, was auch nicht kaputt geht. Bei anderen Herstellern würde ich bei dieser Technik sagen, ob das funktioniert. Aber Lexus und Toyota vertraue ich da, weil irgendwie stehen Lexus und Toyota ja für Zuverlässigkeit und hoffe deshalb, dass das nie irgendwie ein großes Problem wird. Kommen wir zum Kofferraum. Wie groß ist der eigentlich? Nachdem sich das elektronische Tailgate, also die elektronische Heckklappe, geöffnet hat, offenbart es den Blick und wir gucken mal, wie gut passe ich hier rein, könnte ich hier drinnen pennen. Ja, ich denke, ich hätte hier Platz, um zu atmen, aber falls hier entführt werden sollte, wäre das nicht das Auto meiner Wahl, weil es wird schon dann sehr knapp. Ich glaube, wenn hier zugemacht wird, dann habe ich auch wirklich nicht mehr viel Freiraum, um irgendwelche Freizeitaktivitäten zu machen. Hier hinten gibt es sonst außer einem 12-Volt-Anschluss und zwei jeweils 4 Kilo tragenden Haken auch nicht viel zu sehen. Man kann hier unten aufmachen, findet da aber auch nicht viel Stauraum. Und außerdem ist das Ganze zweifach umklappbar, die Heckbank, was auch ganz angenehm ist, um vielleicht mal größere Ladungen zu transportieren. Ein kleines Detail, was ich ganz schön finde, ist diese kleine LED, die ein bisschen Licht ins Dunkel bringt, falls es mal dunkel ist und man was im Kofferraum sucht. Kommen wir zum Innenraum. Typisch Lexus ist das Ganze natürlich hochwertig verarbeitet. Wir haben hier sehr schöne Materialien, egal ob hier, hier. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, ist dieses Material. Das ist ein weiches Plastik, also Hartplastik mit einer weichen Ummantelung. Das hätte man vielleicht noch etwas dicker polstern können, dann hätte es mir besser gefallen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir hier sonst wirklich schöne Sachen haben und das zu diesem Preis. Das finde ich in Ordnung. Dann fangen wir mal an. Was passiert, wenn ich dieses Auto starten möchte? Natürlich haben wir, wie 2023 üblich, Keyless Go. Ich habe hier natürlich auch ein paar Raffinessen. Und zwar, wenn ich anfange, mich anzuschnallen, fahre ich wie von Geisterhand in eine wunderbare Position. Das Ganze kann ich voreingestellt für mehrere Personen machen. Also hier an der Seite gibt es eine Einstellung, wir sehen 1, 2, 3, also drei Einstellungen gibt es, die man vorher einstellen kann.
Und gestartet wird das Ganze dann hier mit dem großen Powerknopf. Die Animation beim Starten auf den beiden Displays, die möchte ich euch unbedingt zeigen. Deshalb fange ich mal an und dann drücken wir mal hier auf Power. Und dann sehen wir, wie hier erst da etwas Schönes kommt. Dann kommt hier Lexus und da fühlt man sich doch gleich zu Hause. Wir haben ein von Lexus gewohntes, sehr schönes digitales Display. Wir werden nie vergessen, wie im LFA das erste Mal etwas in die Richtung so schön aussah. Und hier sieht man auch, dass wir ein Hybridfahrzeug haben. Wir haben die automatische Einstellung, ob er Hybrid oder Benziner fährt. Wir haben ja auch die Übersicht, ob er gerade Energie verbraucht oder Energie produziert. Diese Tasten hier sind für mich auch sehr interessant. Und zwar ist auffällig, die sind sowohl Touch, ja, wenn ich hier was mache, dann sieht man das, dass er hier das macht. Ja, also man sieht, die Touch-Tasten reagieren sofort im Display, ohne dass ich richtig drauf drücke. Kann aber trotzdem richtig drauf drücken, was ich eine schöne Mischung finde, weil nur Touch finde ich irgendwie auch unangenehm, weil ich habe persönlich gerne das Gefühl, auch irgendwas drücken zu können. Wie ist das Infotainment? Hier haben wir ein sehr großes Navi. Ich finde, der Bildschirm hat eine sehr angenehme Größe, mal zum Vergleich meine kleine Hand. Die Kartendarstellung finde ich gut. Es reagiert beim Zoom teilweise etwas stockelig, aber auch nicht zu schlimm. Also ich finde das in Ordnung. Auf diesem Navi sind sogar Baustellen eingezeichnet. Das finde ich persönlich sehr cool. Da sieht man auch nicht immer, dass sowas immer so schön aktualisiert wird. Auch die Darstellung ist schön. Man kann hier einstellen, möchte man sich Tankstellen anzählen lassen, Restaurants, medizinische Einrichtungen. Man kann auch hier nochmal etwas einstellen, ob man eine Kompasskarte haben möchte, dann hat man nur einen Kompass. Ob das jetzt wirklich nötig ist, ja, weil ich würde niemals nach Kompass fahren, das ist eine andere Frage, aber ich finde das ganz schön. Auch schön finde ich die Klimabedienteile, die einfach wirklich mit kleinen Displays gemacht sind, die auch unglaublich hoch auflösend sind. Also alles, alle Displays in diesem Auto sind richtig schön hoch auflösend und das ist sehr, sehr, sehr schön zu sehen. Wir haben hier auch eine schöne 360-Grad-Kamera, wie man das ja inzwischen auch kennt, aber natürlich haben wir das auch hier mit dabei. Einfach toll gemacht, schöne Umsetzung mit dem kleinen 3D-Modell auch noch, kann man sich nicht drüber beschweren. So, jetzt auch die Frage, wie sitzt man hinten? Ich bin jetzt 1,77 groß und der Sitz ist wieder zurückgefahren, nachdem ich ausgestiegen bin. Ich habe unglaublich viel Beinfreiheit, kann mich hier schön anlehnen. Die Sitzbank ist sehr weit nach hinten geneigt, also man liegt sehr doll hier hinten. Persönlich würde ich eine aufrechtere Position ein bisschen mehr bevorzugen. Aber wer Bock auf Pennen hat hier hinten einfach mal beim Fahren, ich glaube, das ist ganz nice. Um es dann noch ein bisschen kuscheliger zu machen, haben wir auf beiden Seiten eine dreistufige Sitzheizung, auch für die hintere Sitzreihe, genauso wie schöne Power-Outlets. Wir haben hier zweimal USB-C und einmal noch einen 12-Volt normalen Autoanschluss. Das Licht hier oben ist ein bisschen dunkel, finde ich, aber wer braucht das Licht hier hinten wirklich? Ich glaube, im Dunkeln macht es genug Licht. Sonst ist hier drinnen nur noch eine Armlehne mit zwei Becherhaltern, die, ja, ich denke normal groß sind. Hier sieht man auch noch mal ein bisschen den Blick nach vorne auf den schönen rahmenlosen Spiegel. Rahmenlose Spiegel finde ich ja auch eine sehr, sehr schöne Sache. Und die Lederqualität finde ich auch in Ordnung. Die leicht orange abgesetzten Nähte sind ein schönes Detail. Und auch der dunkle Dachhimmel macht die Wertigkeit in dem Auto zu was ganz Besonderem. Ich hoffe, dass ihr mich jetzt gut genug sehen könnt. Mein Gimbal spinnt gerade. Aber wir kommen jetzt zu den Fahreindrücken. Dafür schnalle ich mich erstmal wieder an. Lass mich in die Position fahren. Und dann starten wir auf dem großen silbernen Knopf das Fahrzeug. Womit ich am Anfang ein paar Schwierigkeiten hatte, war dieser Wählhebel. Weil du musst ihn erst nach links machen, dann nach unten und dann
kannst du losfahren. Wir brauchen jetzt natürlich nicht D, sondern rückwärts. Da geht auch unsere okay aufgelöste Rückfahrkamera an. Also wir haben hier einmal die Rückfahrkamera und hier einmal die 360-Grad-Kamera. Die Rückfahrkamera ist leider nicht ganz so schön aufgelöst, aber die 360-Grad-Kamera finde ich sehr gut. Und ja, jetzt hoffe ich, dass ihr mich wieder ganz gut sehen könnt, wenn ich gleich wieder zurück das Ganze stelle. Die Kamera hilft auch wirklich beim Rangieren, was ich jetzt gerade habe. Ich kann damit wunderbar die Umgebung sehen und kann mich daran unglaublich gut orientieren. Sollte man natürlich nicht immer machen, aber ich finde, es funktioniert erstaunlich gut. So, jetzt gucken wir mal, dass wir unser Ziel wieder eingeben. Wunderbar, da ist es schon. Dann gucken wir mal, wie das Ganze so fährt. Also ich bin das Ganze ja schon hierher gefahren und ich fand es sehr angenehm. Sobald der Benzinmotor anspringt, merkt man ihn aber. Also es ist kein sehr ruhiger Benzinmotorlauf. Wir haben hier einen Vierzylinder drin. Und ich muss sagen, im Elektrofahrbetrieb ist der ganze Wagen ruhig. Es ist nice and quiet, so wie man das irgendwie auch von Lexus erwartet. Aber sobald ein bisschen der Motor dazukommt und sich denkt, boah Digi, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Motorleistung aus Verbrennerpower, dann wird das Ganze etwas unruhiger. Man merkt so einen rauen Motorlauf vom Vierzylinder. Dieser raue Motorlauf stört beim Fahren jetzt nicht unbedingt, aber nachdem man dieses Elektrogefühl hat, ist er doch sehr auffällig. Ich finde es ganz gut, dass das Navi nicht nur hier rechts groß angezeigt wird, sondern auch eine schöne Darstellung im Navigationsdisplay hat. So, jetzt fahren wir mal hier auf die Straße. Wir haben zwei Fahrmodi, einmal Eco, den wir eben schon gesehen haben, und den Fahrmodus Sport, wo der ganze Bildschirm sich rot verfärbt. Feurig, aggressiv, rot, so wie man es halt kennt. Wir sind jetzt im Fahrmodus Sport und man merkt ein aggressiveres Herangehen als im Eco-Modus. Man sieht auch im Sportmodus immer die wichtigen Daten. Man hat auch eine schöne Darstellung von den ganzen Navi-Sachen. Man sieht, was man braucht. Wie ihr hören könnt, es ist ein sehr leiser Betrieb. Es ist unglaublich angenehm. Und wir haben auch gerade den Verbrenner noch nicht mit dabei. Ich bin mal gespannt, ob ihr vielleicht erlebt, wie der Verbrenner mit dabei ist. Weil ich habe jetzt nicht rausgefunden, wie ich einstellen kann, dass er immer mitläuft. Dafür müsste ich wahrscheinlich Full Power gehen. Man merkt, der Antritt ist kraftvoll. Die Bremse dazu passt auch. Also hier wirken schon Kräfte. Natürlich hat man hier keine 400 PS wie in einem Polestar. Wobei ich aber sagen muss, dass für die Kraft es sehr gut rübergebracht wird. Also im Polestar war die Kraft sehr zurückhaltend, diese 408 PS. Jetzt hier im NX haben wir schon einen deutlich kraftvolleren Antritt, der mehr diesen SUV-Charakter auch verkörpert für mich persönlich. Für das Sportliche haben wir auch zwei Schaltwippen, die jetzt aber, wenn man elektrisch fährt, natürlich keine wirkliche Relevanz haben. Ich habe auch nicht gesehen, dass sich irgendwas verändert. Ja, ein kleiner weiterer Faktor, der mir positiv auffällt, ist, dass man einen echten Blinkerton hat. Mir persönlich gefallen echte Blinkertöne noch mal lieber als irgendwelche Bing-Bong, Bing-Bong, Bing-Bong. Da habe ich lieber dieses alte Relais-Geräusch, was hier wahrscheinlich auch einfach nur nachgemacht ist. Aber es gibt mir persönlich ein schönes Gefühl, dass ich, ja, das Gefühl von Vertrautheit. Ich möchte auch einmal betonen, dass ich die Wendigkeit für die Art des Autos sehr, sehr gut finde. Im VW-Konzern gibt es ja den MQB, also Golf und so. Und da muss ich sagen, dass mir die Wendigkeit von diesem Fahrzeug im Gegensatz zu dem von VW extrem gut gefällt. Also ich finde bei Seat Leon, bei Golf und so, da ist der Wendekreis unglaublich groß für diese Art von Auto und fällt mir unangenehm auf. Hier ist es wirklich ein positiver Punkt. Das war meine kleine Probefahrt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Freut euch auf kommende Videos, wo hoffentlich mein Gimbal wieder funktioniert und wir dann auch noch ein bisschen coolere Kamerapositionen vielleicht wieder haben. Und damit würde ich sagen, tschüss. Thank you.